Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem TOLV und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Und wir haben es ja jetzt geschafft, in der letzten Folge hier diesen merkwürdigen Server wieder hochzufahren, hier unten im Mark, damit der gute alte Sykes wieder eine gute Internetverbindung hat. Ne, damit er uns natürlich diese ganzen Waffenkoffer öffnen kann, was er auch getan hat. Und wir gehen jetzt einfach mal zurück zum Sykes, denn bei ihm im Büro, in der Lagerhalle, war ja auch noch so ein Waffenkoffer, den wollen wir auch noch öffnen. Und dann machen wir uns auf und zerstören das letzte Kunstwerk von Stefano. Aber erstmal reisen wir zurück, durch das Mark. Na, guck mal, ist schon fast fertig geladen, sind wir gleich zurück. Und ich weiß auch, dass irgendwo in der Nähe vom Theater noch ein zweiter Waffenkoffer war. Einer war direkt bei Sykes und einer war irgendwo anders. Ich weiß nicht mehr, wo irgendwo anders ist, aber irgendwo da. Ne? Wir werden das schon finden. Hoffe ich. Wir müssen mal gucken. Aber wir reisen erstmal zurück. Zurück nach Post Plus. Ich weiß auch gar nicht, warum das Gebiet Post Plus heißt, aber gut. Lassen wir das mal so dahingestellt. So, hier muss ich durch, oder? Genau. Hier kommen wir nach draußen. Und ich glaube, ich bin ja irgendwo hier rausgegangen. So, Moment, ich muss mich mal umschauen. Ich hätte noch einen Kaffee trinken sollen, hä? Na gut, jetzt ist es zu spät. Oh, ich glaube, ich weiß, wo. Oh, ich weiß, wo der eine Waffenkoffer war. War der da oben auf dem Dach vielleicht? Wenn ich die Leiter hochgehe? Ich gehe mal nachgucken. Wir nehmen erstmal noch die Flasche mit. Ich gehe mal auf dem Dach nachgucken. Ich meine, der war da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kann mich täuschen. Täusche ich mich? Ich glaube, ich täusche mich. Doch, er war hier. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, der muss hier irgendwo sein. Okay, was ist drinne? Okay, Pistolenmunition und nur ein paar Waffenteile. Okay, ist jetzt nichts wirklich Berauschendes, ne? Oh gut, 10 Polen. 10 Pistolenmunition ist schon mal was, so, ne? Okay, gehen wir hier mal runter. Und gehen erstmal zum Sykes. Und dann kümmern wir uns um das letzte verbleibende Kunstwerk von Stefano. Okay, gehen wir einmal hier dran vorbei. Ich wollte schon sagen, ich berühre das Ding besser nicht. Das macht mir bestimmt Schaden. Hau dir mal eine Spritze rein, bitte. Dann gehe ich da links auch nicht vorbei. Scheiße, Hauptsache. Hauptsache, das Ding macht Damage. Was für ein Crap. Okay. Dann gehen wir mal hier rum, so. Okay. Uns wird hier nichts gefährlich. Alles gut, alles easy. Keiner will uns töten. Sehr schön, ich freue mich. Ich freue mich. Okay, dann gucken wir erstmal drin. Ich hoffe, in der Kiste ist irgendwas möglich Nützliches drin. Irgendwas Gutes. Und nicht wieder nur Scheiße. So, einmal auf. Und einmal rein, bitte. Mach die Bude auf. So. Hi. Ja. Naja, du hast es gewusst. So, mach mal auf hier. Was ist hier drin? Eine Pistole. 50 Waffenteile. Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Oh. Oh. Äußerst nobel, Freunde. Ich werde die mal gerade neu auswählen. So, nein. Ja, Waffentyp wechseln. So, hier haben wir Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Die lege ich mir mal auf die 1. So. Okay. Laden wir die auch einmal durch. Ah, die ist schon einmal voll. Nice, okay. Reden wir nochmal kurz mit dem Sykes. Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Habe ich schon. Ist offen. Ist offen. Ist offen und ist rum. Ah, okay. Gut, gut. Was machen wir? Ah, grünes Gelee, Freunde. Aber erstmal Kaffee trinken. Erstmal Kaffee trinken hier. Bitte. Wieso kann ich hier eigentlich keinen Kaffee trinken? Was ist das? Warum? Why? Why? Ich will Kaffee trinken. Och, Mann. Okay. Also, wir gehen erstmal kurz zurück in unseren Unterschlupf, ja? In unser eigenes Büro. Denn ich will nur ein bisschen grünes Gelee verteilen, Freunde. Wir haben so abnormal viel von dem Zeug. Und wir haben auch rotes Gelee und allen Scheiß. War diese Tür schon immer da? Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt aber auch noch nicht rein. Guck mal, wir gehen erstmal hier hin. Wir haben 425 Waffenteile, ne? Da kannst du, ja, können wir einen ganzen Tag mit verbringen. So, dann werde ich mir mal noch ein bisschen Pistolenmunition machen. 5 Stück an der Zahl. Okay, und Harpunenbolzen kann ich noch machen. Einen leider nur. Nun gut, Rauchbolzen lassen wir mal. Ah nein, ich wollte nur Waffen verbessern. Hallo, bitte, ich möchte nochmal. Nochmal, bitte. Danke, Waffen verbessern. So, und zwar haben wir Handfeuerwaffen. Wir haben unsere Schrotflinte, wir haben unsere Armbrust. Was verbessern wir jetzt? Ich würde sagen, wir verbessern erstmal Handfeuerwaffen. Und zwar hier einmal die Kraft. Dann benutzen wir einmal hochwertige Waffenteile. Ja. Und verbessern die Feuerkraft noch einmal. So.
damit wir richtig schön Schaden rausböllern. Was ist das hier? Kritischer Schaden. Okay. Okay. 30% haben wir jetzt eine Crit-Chance mit Handfeuerwaffen. Das ist sehr gut. Weil Handfeuerwaffen sind immer noch die Waffen, die wir mit am meisten benutzen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, das da rein zu investieren. Weil dafür finden wir einfach am häufigsten Munition. Die benutzen wir im Endeffekt wirklich am meisten. Deswegen ist das, denke ich mal, die schlauste Investition. Detective Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Hallo. Ja, ich würde Sie gerne Sachen verbessern. Detective. Nein, nein, ich will nicht mit dir reden. Und das nach einsam sich ja, von anderen ja, 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 komm. Hier, ich wollte Sachen verbessern, nicht mit dir labern. Geh mir nicht auf den Keks, danke. So, wir könnten jetzt Heilung verbessern. Ah, das macht auch nur die Heilgegenstände besser. Ja gut, okay, ich dachte, ich kann jetzt... Was haben wir hier? List, Flaschenbrecher. Was ist das? Flaschen deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Das kostet 5000. Hier sind meine Schritte verursachen weniger Geräusche. Das machen wir mal. Was ist das hier? Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Das ist auch sehr gut. Okay, das nehmen wir mal. Und jetzt würde ich gern zurückgehen. Okay, dann gehen wir nochmal auf Gesundheit. Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Das machen wir nochmal. Was haben wir hier? Wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Das klingt auch wie etwas, was ich gut gebrauchen könnte. So. Gucken wir nochmal bei Kampf rein. Habe ich hier nur irgendwas, was ich mir leisten kann? Geringer Rückstoß beim Schießen. Kaufen wir. Kostet 3000. Jetzt haben wir noch 750 übrig. Wir haben alles investiert. Wir sind auf Kampf und Gesundheit gegangen, was ich auch... Ich bin so ein Freak bei sowas, wisst ihr? Das mache ich auch in allen RPGs so, die ich spiele. Schlagkraft und Gesundheit ist das A und O. Wenn du viel einstecken und viel austeilen kannst, kannst du einfach durchmarschieren. Scheiß auf List, scheiß auf Sneaken. YOLO, ja? So arbeite ich, Freunde. Aber jetzt gucken wir erstmal, was sich hinter dieser Tür befindet. Die ist neu. Vielleicht irgendwas Schönes? Ein Belohnungsraum vielleicht? Nein? Was zum Teufel ist das? Sieht ungut aus. Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Das ist ja verrückt. Schießstand? Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Ein Schießstand scheinbar. Munition spielt hier keine Rolle. Und Munition spielt keine Rolle. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Schön. Dann mal los. Und wir können Punkte sammeln, okay. Wo soll ich denn? Oh lol. Potato Aim ist am Start. Bringen wir mal alle um. Die Ratte auch? Oh ja, die Ratte bringt auch Punkte. Die gute Frau bringen wir nicht um. Den aber. Den auch. Oh, ups. Ah, da waren meine Reflexe zu gut, Freunde. Ah, der hat sogar Leben, ey, lol. So, mit dem Kopfschuss erledigt. Wie viele Punkte sind das jetzt? 1210. Ist das sehr gut? Sehr gut, Detective. Ihr Training da draußen scheint sich auszuzahlen. Natürlich, natürlich. Kriege ich jetzt was dafür? 50 Waffenteile. Na, sieh mal einer. Guck, okay, ich mach's nochmal. Schießstandmodus, Kettenangriffsmodus. Moment, ich will mal lesen. Schieß auf die Ziele und versuche einen Highscore zu erzielen. Erziele Kopftreffer und erhöhe deine Trefferanzahl für Bonuspunkte. Dann haben wir den Kettenangriffsmodus. Starte mit 30 Sekunden und versuche einen Highscore zu erzielen. Schieße, um Punkte zu erhalten und zerstöre benachbarte Ziele derselben Farbe. Bla bla, bla bla. Wir machen erst nochmal den normalen Schießstandmodus. Wir können jetzt hier... Ach guck mal, hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade und verschiedene Belohnungen. Guck mal. Okay, wir können jetzt hier in leicht nochmal unseren Highscore verbessern auf 1800. Machen wir jetzt einfach mal, ich versuch's mal. Let's go. So, jetzt immer schön Headshots verteilen, Freunde. Ein Headshot... Noch ein Headshot, 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 Headshot. Ratte, tot. So, die gute Frau bleibt am Leben. Headshot, 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 Headshot und Headshot. Die lassen wir am Leben. Na, Headshot, Headshot und na. Geh doch tot. Headshot, Ende. 2180 Punkte, mal eben fast verdoppelt. Das war aber ein wenig zu hoch. Easy. Easy. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Richtig, richtig. Vollkommen richtig.
Okay, wir kriegen 1500 grünes Gel. Ich würde sagen, wir machen den Schießstand jetzt nochmal. Ich habe da gerade sehr Gefallen dran gefunden. Und zwar können wir jetzt hier den normalen Schwierigkeitsgrad machen. Dann kriegen wir auch nochmal Waffenteile und grünes Gelee. Machen wir. Easy, easy. Okay, was ist los? Headshot, Headshot, Headshot und Headshot. Headshot? Oh, Leute, sind die schnell. Ich brauch die Ratte, ich brauch die Ratte, ich brauch die Ratte und den Typen. Oh. Lol, die sind aber ganz schön schnell, du. Oh, den einen habe ich nicht gekriegt. Na? Und tot. So. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Okay. Tot, tot und tot. War das gut? Wie viele kommen da jetzt noch? Oh, lol, so ein Kettentypi. 720 Punkte. Wir haben 3375 Punkte. Ist das der Highscore? Verdammt, ja. Verdammt, ja. Ja, goddammit, ja, das war der Highscore. Okay, nice. Machen wir mal den nächsten Schießstand-Modus, Freunde. Und jetzt auf den Schwierigkeitsgrad. Schwer, ja. Wie schwer soll das schon sein? Ah, ich kann es mir nicht vorstellen, Freunde. Let's go. Headshot, 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 Headshot. Und, oh nein, Headshot, Headshot. Die Maus, bitte. Und, na komm. Oh, lol. Habe ich die Alte erwischt. Nicht gut. Oh, lol, jetzt wird es aber wirklich schwierig, ne? Jetzt fangen die aber an, sich hier ganz schön zu bewegen. Na, lol. Lol, jetzt stirb doch. Oh, kacke. Das sind wenig Punkte. Jetzt habe ich nicht viele Punkte gesammelt. Oh, da oben ist noch einer. Na, okay, den habe ich noch gekriegt. So, zack, 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 zack. Und zack. Ah, nein. Noch irgendwer? Komm schon, komm schon, komm schon. Ganz in Ruhe. Oh! Ey, wer ist er denn? Mein Gott. Das war's. 3770 Punkte. Ist das der Highscore? Verdammt, ja. Klingt so. Ist der Highscore gewesen. 3500 hätten wir gebraucht. 3770 haben wir. Ich würde sagen, wir machen auch noch den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und zwar sehr schwer. Dann kriegen wir einen Leichenschrank-Schlüssel. Ich weiß nicht, was da drin ist. Wir brauchen 4000 Punkte und wir kriegen dann nochmal 10.000 grünes Gel. Insgesamt 12.000 grünes Gel. Let's go. 4000 Punkte. Easy. Okay, das war kein Headshot. Das war auch kein... Oh, lol. Lol, lol, was ist los? Potato Aim ist am Start, Freunde. Kacke. Tot und... Na, was ist mit dem da hinten? Erwischt. Na komm, bleib doch hier. Na, bleib doch stehen. Sehr gut. Erwischt. Erwischt. Na komm, zeig. Oh Mann. Die sind wirklich verdammt ekelhaft hier, die Viecher. So, na. Oh lol. Lol, what the fuck, Alter. War's das schon? Alter, nur 1660 Punkte? Was? Dafür haben sie sich Applaus verdient. Da draußen gibt es bestimmt jemanden, der ihnen Beifall klatscht. So, Freunde, ich würde sagen, das können wir aber besser. Ich mache mal noch einen Versuch auf sehr schwer. Da habe ich gerade voll. Da habe ich die komplette Kartoffel rausgeholt, Freunde. Komplett Kartoffel-Aim. Legen wir nochmal los. So, jetzt gerade haben wir 3530 Punkte geschafft. Wir haben den Leichenschrankschlüssel bekommen. Aber auf 4000 Punkte bekommen wir nochmal 10.000 grünes Gelee. Ich werde also nochmal einen Versuch starten, Freunde. Okay. Und hiermit können wir Leichenschränke in Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Wir machen noch einen Versuch, Freunde. 4000 Punkte. Das schaffen wir. Freunde, und da ist es. 4035 Punkte. Es ist wirklich sehr schwer. Auf sehr schwer. War nicht einfach, aber ich hab's geschafft. Ich habe ein paar Versuche noch gebraucht. Ich habe eben gesagt, letzter Versuch, aber YOLO. 4035 Punkte haben wir jetzt geschafft. 10.000 grüne Skill nochmal bekommen. Wir haben jetzt wieder 18.750 grünes Gel, was überhaupt nicht verkehrt ist, Freunde. Die werden wir jetzt auch direkt nochmal investieren. Und wir haben auch nochmal 230 Waffenteile. Die werden wir auch nochmal investieren. Und wir werden uns vielleicht auch in der nächsten Folge dann nochmal den anderen Modus im Schießstand angucken. Vielleicht kann man da auch nochmal tolle Belohnung erhalten. Ich gehe einfach mal davon aus. So, könnte ich dann jetzt bitte Sie mal... Sie haben etwas mitgebracht. Ein Schlüssel? Exzellent. Ich habe einen Schlüssel mitgebracht.
Ah, hier ist die Leichen. Ah, okay. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Gehört er nicht? Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Ja, können wir bitte mal ein Fach aufmachen? Ist das jetzt hier die goldene Wand oder? Los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Also, Freunde, ist es jetzt hier ein Rätsel? Ist das jetzt die Wand? Kommen wir jetzt hier ein Laser oder so? Ich mach mal das Ding hier auf, YOLO. Okay, toll. 10 Schwarzpulver. Mehr Schlüssel habe ich leider nicht. Ich habe nur den einen. Okay, darf ich jetzt Sachen verbessern? Danke, danke. Danke, danke. Okay, wir haben... Wo ist es denn? Gesundheit, Gesundheit. Bitte, Gesundheit. So, hier könnte ich jetzt nämlich einmal rotes Gel benutzen, um meine Gesundheit nochmal zu boosten. Und das werden wir machen. Denn hier kriege ich dann jetzt eine Gesundheit von 200%. Ich habe doppelt so viel Gesundheit wie normalerweise. Und was ist das hier? Hier würde ich dann am Leben bleiben. Das ist Heilung, regenerieren, okay. Hier hätten wir Kampf. Die mache ich mit Messern und Äxten mehr Schaden. Hier, okay. Hier hätten wir nochmal besseres Zielen. Hier haben wir nochmal weniger Rückstoß. Hier machen wir nochmal weniger Rückstoß. So, okay. Hier könnte ich dann nochmal Gelee reinhauen, aber das Rote behalte ich noch ein bisschen. Okay, wir haben jetzt doppelt so viel Leben wie am Anfang vom Spiel. Wir machen ein bisschen mehr Schaden und so weiter. Also eigentlich alles sehr, sehr gut. Oh, guckt euch mal die Lebensanzeige an, Freunde. Das ist ja... Göttlich ist das ja. Aber wir speichern jetzt mal. Denn wir haben noch ein Kunstwerk von Stefano, was wir vernichten müssen, Freunde. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Gehen wir einmal zurück. Und gehen durch den Spiegel, Freunde. Sehr schön. Okay. Jetzt sind wir... Ah, wir sind jetzt hier sogar bei Sykes, ne? Okay. Dann gehen wir wieder raus. Denn hier wollen wir ja nicht verweilen. Wir haben volles Leben, wir haben gespeichert, wir haben Munition wieder am Start, wir haben neue Waffen. Es ist alles so, wie es sein soll, Freunde. Alles so, wie es sein soll. Okay, schauen wir uns hier mal um. Hier drüben liegen... Oh, guck mal, da drüben ist so eine Alte, die da am Rumknattern ist. Okay. Soll ich versuchen, die zu töten? Vermutlich am schlauesten, ne? Fürs Scharfschützengewehr ist keine Munition vorhanden, okay. Ich schleiche einfach mal hier um die rum. Ich meine, die ist ja jetzt gerade da vorne. Guck mal, ah, da vorne liegen auch noch Sachen. Moment, ich kann die doch bestimmt ablenken jetzt, oder? Hat sie das abgelenkt? Hat sie es überhaupt gehört? Ah, nee, die war nicht im Radius drin. Warte mal. Ich werfe nochmal. Das hat sie abgelenkt, oder? Hat sie das abgelenkt? Definitiv. Werfen wir noch mal eins ein bisschen weiter. So. Dann geht sie da drauf los. Ich hole meinen Schalldämpfer raus. Lol. Hat die mich gesehen? Nee, 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 nee. Warte, ich werfe noch ein Glas schnell. Oh, shit. Oh, shit. Ach, Baby. Baby. Komm her. Headshot und Headshot. Lebt noch. Kacke. Oh Mist. Okay, ist tot. Danke, danke. Was haben wir hier? Gar nicht viel. Nur ein bisschen Schwarzpulver und so. Na gut, okay. Egal, wir nehmen es mit, wir nehmen es mit. Immer alles mitnehmen, Freunde. Und ich markiere mir jetzt mal eben, wo das nächste Kunstwerk ist. Oh, guck mal, direkt hier hinten. Ja, gar nicht weit, du. Ist ja direkt hier hinten. Ja, lol. Kann ich hier zwischen den Häusern durch? Ja, oder? Oh, scheiße. Hi. Hi, Lady. Headshot. Oh Mist. Na komm, komm, geh drauf. Oh! Hö! Alter, Alter, okay, ich hab hier. Alter, war das die Axt? Da habe ich eine Axt verschwendet. Okay, okay, da geht sie down. Ich glaube, ich habe gerade eine Axt verschwendet, Freunde. Das ist nicht gut. Wollte ich eigentlich nicht machen. Scheiße. Aber gut, wenigstens ist sie tot. Hat sie schön an die Fratze gekriegt. Hier liegt nochmal so ein Toter. Was ist der dabei? Irgendwas Gutes? Ich glaube Munition. Schrotmunition. Ah, eine Tasche für Schrotmunition. Okay, okay. Aber nicht mehr Schrotmunition, glaube ich. Aber na gut. Was soll's, Freunde. Schauen wir uns erstmal weiter um. Kann ich hier rein? Nee. Ich dachte schon, es sah aus wie eine Lagerhalle. Ich dachte schon, vielleicht finde ich noch ein paar Waffen. So, hier haben wir nochmal Waffenteile und Schwarzpulver. Schießpulver haben wir jetzt schon 24. Und hier ist das Hotel Sanctuary. Das Hotel Zuflucht. Gehen wir da mal rein. Ich schätze mal, hier wartet das letzte Kunstwerk auf uns. Und das müssen wir auch noch zerstören, Freunde. So. Hier haben wir nochmal irgendwie Kraut und so weiter.
Hier drüben liegen Munition und Waffenteile. Ne, eine Spritze war das. Okay. Okay. Sonst noch irgendwas? Moment, da hinten ist ein Raum. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ah, ne, ist gar kein Raum. Ah, nur Getränkespender. Ich dachte, das ist eine Tür, wo Licht durchscheint. Aber na gut, so kann man sich täuschen, Freunde. So, wo ist das letzte Kunstwerk? Wo? Da ist das letzte Kunstwerk, Freunde. Okay, bevor wir uns diesem Kunstwerk stellen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben in dieser Folge mal unseren Charakter ein bisschen aufgefrischt, ne? Wir haben am Schießstand gearbeitet und so weiter und so fort. In der nächsten Folge stellen wir uns dem letzten Kunstwerk von Stefano und gehen vermutlicherweise auch ins Theater. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Tyrol verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.